Ja, moin Jungs und Mädels. Heute ist ein besonderer Tag. Nicht, weil wir die Zünder abschrauben wollen, sondern ein ganz besonderer Tag, wo man nämlich Flüssigkeiten zu sich nehmen kann. Darf. Besondere Flüssigkeiten zu sich nehmen kann, weil nämlich heute Vatertag ist. Mhm. Und wir sind am Vatertag hier extra hergekommen zum Schrauben. Ja, wir haben uns freigenommen. Ja. Aber wir wollen auch ein bisschen Bier dabei trinken und das hole ich jetzt mal. Gute Idee, Andi. Das war schon mal die beste Idee von heute. Ja. So, da hatte ich mal was vorbereitet, Nils. Ja, super. Sollen wir mal anfangen mit dem Bier heute? Ja. 3, 2, 1. Das könnte... Also, ne, ist noch nicht auf, oder was? Ja, hat aber geploppt. So, dann wünsche ich auch einen schönen Vatertag gehabt zu haben. Weil wir senden das ja nicht gleich an diesem Tag. Stimmt. Es geht ja nicht, kommt später. So, Prost, Andi. Bist du denn früher auch mit dem Bollerwagen rumgezogen? Ja, klar. So? Natürlich. Mit dem Traktor, mit Anhänger. Aha. Und dann alles schön geschmückt. Alles schon gemacht. Und dann sitzen die ganzen Meute da. Mhm. Da. Wir hatten sogar einmal schon fast Bier mitgehabt. Mit Zapfanlage, richtig, auf dem Anhänger. Das war echt klasse. Ja, aber heute, also nach dem Schrauben, da wollte ich auch noch... Wir wollen heute mal vernünftig bleiben. Nee, nach dem Schrauben wollte ich auch noch ein paar. So ein bisschen, ne? Ja, wenn wir nicht in der Sendung sind. Ja, genau, mhm. Außerhalb der Sendung. Ja. Na, fangen wir mal an. Wir haben ja heute viel vor. Ja. Erstmal wollen wir uns der Gabel widmen. Genau. Also das ist ja das Flutopfer noch. Muss man ja mal sagen, wir haben ja ein bisschen versagt mit der Zündung. Wir haben das nicht hingekriegt. Jetzt hat Nils sich eine neue Zündung gekauft. Wo ist die? Wo hat Nils sie denn hingetan? Nee, hier vorne muss das doch irgendwo liegen. Mhm. Hier ist das Vogelrad. Hier ist eine Zündspule. Ja, du hast das doch gerade in der Hand gehabt. Da fehlt doch wieder was. Du hast es sogar da. Du hast es gerade angehabt, da liegt das. Ja, die habe ich vom Kollegen gekriegt. Der ist da eigentlich ganz begeistert von. Ist so ein China-Ding, aber soll wohl unkompliziert sein und funktioniert und auch preislich ganz okay. Bauen wir nachher ein. Aber jetzt wollen wir erstmal die Gabel einbauen. Ja, ich habe das hier schon alles so ein bisschen wieder entfettet. Ja. Wir nehmen ja wieder die alten Kugeln, ne? Ja, das ich sprühe die mal sauber, ne? Oh, das geht gut. Das nehme ich einen kleinen Pinsel noch. Ach, da fällt mir gerade auch noch was ein, Andi. Na? Und zwar hat da einer einen Kommentar geschrieben, dass wir eigentlich mal markieren müssen, so, ne? Bis wo das Wasser gestanden hat. Der Wasserstand. Ja, und ja. Dann, das ist aber so jetzt gewesen, das wusste ich auch nicht. Also eigentlich hat das ganze Fahrzeug unter Wasser gestanden. Der ganze Keller war unter Wasser. Also muss hier ganz abgesoffen gewesen sein. Komplett. Ja. Also so habe ich jetzt verstanden. Und jetzt kam mir die Idee, ich kaufe mir noch so ein Wimpelchen. Ja. So wie die kleinen Fahrräder das haben bei Kindern. Und dann machen wir uns den Höhenstand da oben drauf, wo der war. Ne? Vom Flutopfer. Was hältst du davon? Das ist eine gute Idee. Das ist eine gute Idee. Das gibt bestimmt selten Tündaps, die sowas erlebt haben. Du, also dass sie mal unter Wasser waren. Also dafür, dass die komplett, so wie ich das richtig verstanden habe, also mehrere Tage komplett unter Wasser gewesen ist, ist das eigentlich gar nicht so schlecht hier. Nö. Naja, wir haben ja auch schon viel gemacht und viel wieder gangbar gemacht. Und ein paar Lager gewechselt haben wir auch schon. Und der Motor war ja auch auseinander. Ja, ja, das ist alles neu gewesen. Mhm. Ja. So, ich reinige hier die Kugeln jetzt. Ich kann hier auch mal noch mal pinseln. Guck mal hier. Ja, ich wische das gleich mal wieder schön ab hier. Und hier noch mal sauber machen. Und die Lagerschalen, das kannst du noch mal aus... Soll ich erstmal noch mal mit... Ja, mach mal. Sprühen? Ich sprühen? Sprüh. Und dann kannst du das noch mal auswischen. So, das ist die Gabel. Hast du auch schon wunderbar vorbereitet. Nee. Ja, alles neu abgedichtet. Ja, ja. Redis neu rein. Ich habe aber eigentlich alles gelassen, so die
eine hier Gleitschiene drin musste ich hier, oder Gleitbuchse musste ich austauschen, die war ein bisschen korrodiert. Mhm. Da hatte ich noch eine gebrauchte liegen. Ja. Und das war eigentlich nicht. Was ich auch schöner finde hier, die Gabelgummis. Nicht mit dem. Mit den Hülsen, mit den Blechhülsen. Nee, also ich mach das auch nicht so gerne. Sieht schöner aus mit dem Gummidingen. Auf jeden Fall, ja. So, dann wollen wir ein bisschen Froschfett nehmen. Und dann klebe ich hier mal die Kugeln hin, wa? Ja, eine weniger. Wieso eine also, weniger? Ja, also das ist der Kreis ist nicht ganz geschlossen. Also der Kugelkreis. Da fehlt immer eine Kugel. Hast du denn nicht eine Anzahl, wie viele Kugeln dahin gehören? Nee, das sieht man schon. Ja, aber wenn du jetzt wüsstest, da gehören 19 Kugeln hin, dann wäre das ja gut. Dann könnte ich das ja kommen. Ich kann. Nee, das weiß ich nicht. Weißt du nicht? Ne? Nee, das weiß ich nicht. Ich habe das bei dir hingelegt und du hast das auseinandergebaut. Nein, ich habe das nur gesaved. Ach so. Du hast es einfach so auf dem. Nee, Schraubstock dahin gelegt. Nee, Schraubstock habe ich gelegt. Ja. Und ich musste da arbeiten und dann sah ich die Kugeln. Aber wir kriegen das schon hin. Natürlich kriegen wir das hin. Das soll wohl nicht daran scheitern. Nee, guck mal, jetzt packe ich hier mal die Kugeln alle hin. So, da mache ich auch mal schön Froschfett dran. So. Hast du denn, guck mal. Ja, ich nehme das denn gleich. Genau, den müssen wir auch noch haben. Du hältst sie auf Druck, glaube ich, die. Alles kriegt Fett hier. Die jetzt mal noch rein. In den gleichen richtigen Winkel. Ja, so. Jetzt auf Druck halten. Jupp. Jetzt brauchen wir deine Lagerschale hier. Hast du gut gemacht. Guck mal, so macht man das. Ja. Das ist in das sich hat Nils hält. Gemacht. Das hat Nils gut gemacht. Ja, das ist in sich so ein bisschen hält. Ne? Was ist das denn da? Was denn? Oh, das alte Fett oder was? Das ist ja nicht so schön. Nee. Nee, guck mal, jetzt kommt die da rein. Alles schön dankbar. Sauber, hast du auch sauber gemacht. Ja, natürlich. So gut vorbereitet. Ich habe das ein bisschen vorgestreckt, ja, damit das Haut ein bisschen einfacher ist. Mhm. Ich will mich ja nicht quälen. Ne? Keiner will sich hier quälen. Weißt du das noch mit der Feder in den Gabelholm? Oh, und das war schlimm. Das war echt schlimm. Du. Mein Lieber, ganz fein. So, ich ziehe mal ein bisschen an. Ja. Ja, was sagst du? Ne, ist noch ein bisschen zu lose. Und lenkt noch oder noch ein bisschen fester? Eigentlich ist das gut. Ja, doch, ein bisschen noch. Kleinen Ticken noch und dann ist auch gut. Stopp, das ist gut. Hast du? Ja, jetzt ja. Ja, bei mir ist das auch. Nee. Ja, noch nicht ganz, ne? Lass uns mal schon mal die Schraube hier so ein bisschen raufsetzen, damit wir nicht gleich suchen müssen. So. Genau. Und jetzt kommen ja die, werden die ja so gegengeschraubt mit den Schrauben, ne? So. Ja, genau. Und deine kannst du jetzt auch mal so reindrehen. Sieh schon. Ja, ein bisschen verdreht, ne? Das sieht gut aus. Jetzt kontert man das ja eigentlich so, dass ich das nicht mehr verdrehen kann, das andere, ne? Ja. So. Ist gut, Nils, ist gut. Ja? Meinst du, es geht? Nils, ist gut. So, jetzt müssen wir hier die 13er hier nochmal festzwirbeln. Ja. Und dann ist das mit der Gabel schon soweit eigentlich ganz gut. Ich muss hier mal gegenhalten jetzt. Gut.
Da müsste auch gut sein. So, dann ist das schon wieder fix und fertig. So, wir brauchen die Tachowelle. Hier ist sie. Ob das jetzt geht. Achso, muss ich den mal hier zusammen machen? Ah, die muss die Mutter mal runterdrehen oder raufdrehen. Mach mal die Mutter auf da. Ja. Ja, geht. Jetzt haben wir den. Das ist ja natürlich und wieder richtig cool. Lass mich auch mal sehen. 20. ja, schneller werden wir beim Ötztal auch den Berg nicht hochfahren, ne? Nee, ne? Also, das glaube ich nicht. Ja, öl den mal schön. Oh, der freut sich. Der Zünder sich. Der Zünder freut sich. Ah, geil, du. So schön mittig ausrichten, ne? Brauchen wir einen Schlüssel. Was ist denn das? Ist das 14 oder was? So, der ist dran. Klasse, jetzt kann die Tachowelle hier drauf. Ja. Da durch, ne? Die müssen wir auch sehen am Vorderrad, ob die Tachoschnecke, die müssen wir auch gangbar machen. Da habe ich aber schon vorbereitet. Nein, habe ich nicht, aber da habe ich Vertrauen, dass das klappt. Ja. Drehen wir um jetzt den Monitor. So? Müssen wir mal Gas geben, ne? Geil, geht. Super. Mach nicht so viel, jetzt habe ich ein paar Kilometer mehr drauf. Ja, das stimmt, das alles nicht. So, das ist das Gasseil hier. Das Gasseil gehört aber noch draußen. Ne? Mhm, genau, und das kommt irgendwie. Das Gasseil kommt eigentlich auch hier durch, ne? Da, ne? Ja. Oh, das Gasseil kommt nicht da hin. So, kommt das jetzt hier rüber. Aber ist auch schick, ne? Von der Zünder. Das Blau mache ich eigentlich gerne. Nicht? Du findest ja Arizona Gold besser. Also ich finde eigentlich diese Farben, die so selten waren, eigentlich auch irgendwie, die total abgefahren sind, total schick. Da gibt es ja dieses rosafarbene. Ne? Ja, lila meinst du? Lila. Lila, ne? Das finde ich irgendwie klasse. Ja. Und ich finde natürlich auch dieses Arizona Gold gut, aber es gibt ja auch so eine gelbe. Und die grünen, die eigentlich gefällt mir fast alles. Muss ich sagen. Also blau ist so. Ich meine, naja. Blau waren sie alle so. Ja, das ist Massenprodukt gewesen, ne? Das hatten die fast alle. Na. Ja. Ich halt mal bei, warte. Ne, ich hab schon. Jetzt hab ich ihn. Ja, genau, so muss das sein. Gut, haben wir das auch schon mal. Ja, kommt.
Yep. Oh, das könnte auch was werden noch mit der Seillänge hier. Ja, das kann, ja. Ja, das kann was werden. Das geht. Vorderrad. Ja, ich glaube, wir müssen den Tank abmachen, um diese Sachen zu verlegen. Aber eigentlich ja nur diesen. Die kann man auch hier ohne durchschieben, glaube ich. Ja. Kommst du da dann hin irgendwie? Nee, dann komme ich da. Nee, dann müssen wir den abmachen nochmal. Dann müssen wir 13er und 10er, das ist ja auch kein Problem. 13er, nimm du die Knarre. Ich nehme den 13er Schlüssel hier auf der anderen Seite. Schlüssel. Dann hebe ich den Tank gleich so ein bisschen an und dann kannst du das da durchfahren. Nur durch dieses eine Loch hier. Ja. Hier ist 10er Schlüssel. Ach so, da muss ich auch noch was tun hier. Ich heb mal an. Kriegst du das hin so? Ja, da muss ich hin. Warte mal, da. Ist der das? Ja. So, da haben wir ihn. Wunderbar. Eigentlich können wir jetzt auch das Kabel von der Lichtmaschine. Halt mal, Nils. Ja, warte. Nimm mal ruhig den Tank ganz runter. Ja, dann stöpsel ihn mal ab da. Der ist, ich glaube, Hahn steht auf zu, ne? Ja. Ja. Dann machen wir das gleich mit der Lichtmaschine auch noch. Können wir machen. Nee, das Lichtmaschinenkabel kommt ja hier durch, ne? Ja, hier so geht das hier so. Nee, Quatsch. Diese Kabel, die jetzt zu kurz sind, die gehen hier durch. Dann würde ich ja sagen, bauen wir jetzt mal die Lichtmaschine ein. Ja, bisschen, oder? Geht so? Geht so. So, der alte Mist kommt raus. Der alte Mist kommt rein. Der neue Mist. Der neue Mist, genau. So, lass mal gucken. Muss hier irgendwie so sein, ne, Andi? Du musst auch dran denken, dass du die Schelle wieder nimmst hier, ne? Ja. Das können wir nachher noch mal genau einstellen zum Zeitpunkt, ne? Ja. Da habe ich Messuhr mit und auch können wir eventuell irgendwann noch mal abblitzen. Aber das ist erstmal grob, das können wir ja schon mal so machen. Also ich finde das ja geil, ne? Das ist ja völlig unkompliziert. Ja, wenn es funktioniert. Wenn es funktioniert, wenn es funktioniert, genau so. Polrad drauf. Und da geht es schon los, ne? Mhm. Nochmal von vorne. Ein bisschen mal den drehen. So auf 12 Uhr. So. Oh, das hört sich gut an. Schleift nicht. Sehr gut. Wollen wir hier die Federring noch aufmachen? Auf jeden Fall. Das ist kein Federring. Das ist ein Gummiteil. Weiß der Geier, wo das hinkommt. Das müsste gut sein. Dann müssen wir den müssen wir jetzt da machen. Ne? Ja. Und das ist Totmarei. Den legen wir hier, der kommt dann da ran. Der kommt auf Tot, genau. Mhm. Jetzt muss ich nur einen Kabelschuh holen. Hab ich? Nein. Hab ich alles mitgenommen, klar. Mensch, Andi. Und abisolieren das wieder. So. Kabelschuhe.
haben wir alles hier. Ja, nee, das hätte ich doch auch alles gehabt. Das wusste ich nicht genau. Nee, ist ja gut. Jetzt isolieren wir den hier ab. Da kommt ein Flachstecker rauf. Schieb den mal schon darüber. Ja. Sehr schön. Sauber. Muss hier ran. Oh, das hast du echt geil gemacht hier. So. Ja, das gefällt mir gut. Mhm. Auch mit der dicken Schraube hier. So. Ja, habe ich gut gemacht. Ja, ne? Hast du gut gemacht. So, jetzt hau per mal runter, wenn man einen Funkel kommt. Ja, ein Funkel. Oh, was für einer. Sauber. Guck dir das mal an, wie weit der rüber geht. Ja, ich guck noch mal. Oh. Nee, jetzt müssen wir mal drauf trinken. Ja, auch noch. Mal guck mal, mach mal einen Zentimeter ab. Ja, mal gucken, oh, das schafft er, du. Guck mal hier. Nee, du musst mal ganz hier. Ich halt mal hier. Ja, genau. Oh, Hammer, du. So wollen wir das haben. Guter Funke. Auf jeden Fall. So, und jetzt muss das Kabel. L. Wo können wir das denn durchlegen? Hier ist eine doppelte Verbindung. Da ist, ist da noch ein Loch? Ah, da. Ja, da ist auch noch ein Loch. Oh, geil. Guck mal, da kommt das Zündkabel raus. So. Und jetzt schneide ich das mal kurz hier ab. Nein. Alter Schwede, ich habe gerade gedacht, er macht das wirklich. Nee, hier abschneiden. Das müsste doch reichen. Denn. Nein. Dann habe ich für mich noch ein Stück. Ja, ich habe das auch extra so ein bisschen für die Länge gemacht. So. Ja. Und ich würde das hier durchlegen wollen noch. Zusätzlich. Glaube ich. Ich muss da. Geht das? Ja. Geht das nicht an? Na, ich will das nicht kaputt machen. Lass mal so. Oder kriegst du das da reingedrückt? Ja. Ja. So, den Kerzenstecker rauf. Habe ich auch neu genommen. Mensch, nee, ist so. Und der ist aber. Und das kann sein. Was machst du denn da, du? Hast du Hunger? Ja, mal weich beißen. Das ist so hart. Du. Das kann weich beißen, Alter. Alles original, du. Ne? Ja. So, hält. Jetzt kümmern wir noch mal den Zündkerzentest. Habe ich auch neu genommen. Alles neu. Ja, muss ja. So, jetzt machen wir mal. Oh ja. Gut. Und, jo, wunderschön. Ja, und jetzt können wir die noch mal anschmeißen. Können wir erstmal ein Bier trinken. Wo ist meins denn? Da. Da links neben dir. Groß. Groß. Wieder ein richtig starker Teilerfolg, den wir jetzt hier haben, ne? Ja, nicht mehr so, so ein Rumgehackel, ne? Das, nee. Das flutscht heute mal richtig. Ja. Soll ich das schon gleich ordentlich machen? Mhm. Das habe ich hier schön weich gelutscht alles. Das könnte auch passen. So, guck mal. Ob die jetzt anspringt? Oh, nee, ne? Wir haben kein Spray. Dann bauen wir mal den Tank rauf. Ja, moin Jungs und Mädels. Hier Andi vom Funktionspunk. Ich wollte mich mal bedanken für die tolle Unterstützung. Für den tollen Einkauf mit dem Werkzeugfundus. Wunderbar. Dieses T-Shirt gibt es natürlich immer noch im Werkzeugfundus erhältlich. T-Shirt Koslowski unbesiegt. Und es gibt Neuigkeiten, meine Damen und Herren. Wir haben zwei neue T-Shirts am Start. Lasst euch überraschen, es ist bald fertig. Ich sag mal tschüss. Er kommt. Warte. So. Das sieht schon mal gar nicht so verkehrt aus. Aber ich kann auch noch ein bisschen Fett nehmen. Yeah.
bin hier gespannt, ob das jetzt mit dieser Grundeinstellung Zündung funktioniert. Das, also, ja, ja doch, das. Doch. Da habe ich eigentlich gar nicht so die Bedenken. Hast du keine Bedenken? Nö, das wird zwar nicht optimal sein, glaube ich, aber es, das wird gehen. Sitzt der Tank schon richtig hier hinten? Ja, eigentlich schon, Andi. Also die Schraubenlöcher passen alle. Nee, passen nicht. Bei mir passt das. Sollen wir nochmal lösen? Warte, ich mach mal lose. Bei mir kannst du ja auch nochmal. Nö. So soll das. Jetzt habe ich ihn. Ja, super. Gibst du mal den Schnellschlüssel? Ha? Den 10er Schnellschlüssel. Nee, denn ich jetzt. Nein, jetzt hab ich. Geh doch. Was ist denn los hier? Ich dachte, du hörst den Schnellschlüssel. Nee, hab ich nicht. Sag mal, hier, dieser Aufkleber muss ja wohl auch mal ab, ne? Ja. Kannst das du geht den, ja gar nicht. Kannst du den nicht irgendwie abdrehen in der Drehbank? Nee, den können wir ja. Nee, könnte ich in der Drehbank runter oder in der Fräsbank runterfräsen. Ja, das wäre auch nur da. Das kriegst du ja sonst nicht runter. Du. Ja. Kann ich mit der Fräsbank runter. Runter machen, sagst du. Jo. Irgendwie ist das hier noch nicht richtig. So. Dann müsste gehen. So, warte, jetzt mach mal. Sprit auf. Soll ich mal starten? So. Ja, warte, ich will mal, wenn das jetzt hier irgendwie daneben geht, möchte ich gerne den Zündkerzenstecker abreißen können. Ja, das geht. Was machst du denn hier? Ich hab Angst, dass das Ding gleich, weißt du? Wow, dir zurückgehauen. Falsche Zündung? Ja, falsch eingestellt? Ja, das sind, wenn die so zurückhauen, dann ist das Frühzündung. Boah, die haut zurück, du. Ich muss es mit dem Fuß machen. Ja, los. Die hat ja richtig Kompression. Die riecht Druck. Oh, der läuft schon wieder über hier. Mal Sprit haben zu. Ja, aber die Zündung stimmt so, glaube ich, nicht, wenn die so doll zurückhaut, oder? Ne, eigentlich nicht. Aber ich sag mal, der springt an. Natürlich, die springt jetzt an. Du ziehst da am Gas, ne? Jo. Soll ich? Ja, mach. Oh, geil. Schon gar nicht schlecht. Na, gibst du Gas, oder? Ja. Ich muss mal Vollgas geben. Feineinstellung noch, aber sonst ist alles richtig. Mensch, Nils, du. Ja, der kostet Bier. So, wo haben wir denn? Wo ich meins? Der ist das Bier. Der ist das Bier, ja. Tippi top. Prost, Andi. Ja, wahnsinnig. Schön so ein kleiner Tag. Ja, kann man öfters machen. Boah, die läuft. Ja, wie es denn weitergeht mit dem Flutopfer? Das seht ihr in der nächsten Folge. Genau. Tschüss. Prost, tschüss.